Krieg. Live auf allen Kanälen. Doch sind diese Bilder Propaganda, Fakt oder Fiktion? Der Soldat, der den jungen Mann erschossen hat, steht dank dieser Videoaufnahme heute vor Gericht. Krisenberichterstattung ist kein Monopol der Medien mehr. Betroffene berichten auf sozialen Netzwerken aus ihrem Kriegsalltag. Die Flut der Bilder kann niemand kontrollieren. Ich sage es ganz deutlich, es gibt keine russischen Truppen in der Ukraine. Laut NATO zeigen diese Satellitenbilder russische Panzer auf ukrainischem Boden. Im Internet finden sich zwischen Amateurvideos und Fake News entscheidende Hinweise seriöser Quellen. Richtig kombiniert können sie Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen weltweit belegen. Frieden durch Recht ist die Leitidee der Internationalen Staatengemeinschaft, als sie diesen Gerichtshof ins Leben ruft. Sein Mandat? Rechtsprechung über nationale Grenzen hinweg. Primär in Kriegszeiten. Die Verbrechen, die wir untersuchen und anklagen, sind Verbrechen, die die Menschheit erschüttern. Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Niemand kann dafür angeklagt werden, ohne dass eindeutige Beweise vorliegen. Beweismaterial in Kriegsgebieten zu sammeln ist schwierig. Oft liegen zwischen dem Verbrechen und der Ankunft der Ermittler mehrere Jahre. Die fortschreitende Technologisierung bietet neue Alternativen. Die Justiz hat schon immer neue Technologien genutzt. Zuerst Fingerabdrücke, dann DNA. Heute sind es Satellitenbilder, die sozialen Medien oder YouTube. Das ist unsere Realität. Dinge passieren und es gibt inzwischen Technologien, die alles festhalten. Der Konflikt in der Ukraine ist von der Revolution bis zum Krieg fast lückenlos in sozialen Netzwerken dokumentiert. Einem Facebook-Post folgend versammeln sich tausend, später Millionen Menschen auf dem Maidan, um für den Beitritt in die EU zu demonstrieren. Als die Gewalt eskaliert, vermittelt die Organisation Euromaidan SOS Hilfe für Betroffene online. Bieten kostenlosen juristischen Beistand für Opfer der gewaltsamen Auflösung der Demonstration. Anwälte und Strafverteidiger, wollt ihr helfen? Meldet euch. Es war unglaublich. Wir haben die Seite erstellt, zwei Posts veröffentlicht und erhielten sofort hunderte Antworten. Das Telefon hörte nicht auf zu klingeln. Zeitgleich filtert Euromaidan SOS Beweismaterial aus dem Netz. Sie suchen Videos, die belegen können, wer für die Eskalation der Gewalt verantwortlich ist. Egal ob mit dem Handy oder einer Webcam gefilmt. Als man die Proteste am Maidan niederschlagen wollte, haben viele das live im Internet gesehen und sind sofort hierher gekommen. Bei den Ausschreitungen auf dem Maidan starben 100 Menschen, 1000 wurden verletzt. Um die Ereignisse zu rekonstruieren, hat Euromaidan SOS Zeugen via Facebook gesucht. Soziale Medien waren die verlässlichste und schnellste Quelle, um Informationen zu prüfen. Schrieb man, es gibt hier Infos zu
kann das jemand bestätigen? Dann kamen Antworten wie, ja, ich wohne nicht weit, das stimmt. Oder, nein, es ist nichts passiert. Mit der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland und den Separationsbewegungen in Donetsk und Lugansk verlagerte sich der Konflikt in den Osten des Landes. Auch den Krieg im Donbass beobachtet Euromaidan SOS auf YouTube und Twitter. Panzer dringen nach Sloviansk ein. Ukrainischer Geheimdienst und Armee starten Antiterroroperation. Heftige Gefechte nahe Sloviansk. Kinderkrankenhaus von Granate getroffen. Sloviansk, Ukraine. Sechzehn Personen in ostukrainischen Städten Sloviansk und Holivka verschleppt. Auch Journalisten. Von Separatisten in Sloviansk entführter Journalist Sergei Lefter noch immer vermisst. Der im Internet geführte Propagandakrieg produziert Unmengen an Daten. Wegen dieser Masse an Informationen rekrutiert Euromaidan SOS freiwillige Helfer. Sie durchstöbern das Netz nach relevanten Infos, Tweets und Posts. Wir haben eine Datenbank, in die wir die Informationen eintragen. Viele davon sind aus dem Netz, vor allem von Facebook. Diese Informationen müssen überprüft werden, weil es im Internet so viele Fake News gibt, Fehlinformationen und unbestätigte Gerüchte. Die erste Gruppe kommt am 30. nach Sloviansk. Gleich am ersten morgens fahren wir nach Semenjowka. Nachmittags arbeiten wir in einem Kinderkrankenhaus, das beschossen wurde. Wir befragen den leitenden Arzt. Ich habe ihn bereits angerufen. Regelmäßig fahren Euromaidan-SOS-Mitarbeiter ins Krisengebiet. Sie überprüfen Meldungen zu zivilen Opfern aus dem Netz und ermitteln die Hintergründe. Seit Beginn des Krieges sind fast 10.000 Menschen gestorben, darunter über 2.000 Zivilisten. Die internationale Gemeinschaft muss verstehen, dass es sich hier um einen Konflikt handelt, in dem Kriegsverbrechen geschehen. Das muss durch eine Intervention auf internationaler Ebene gestoppt werden. Drei Monate lang war die Stadt Sloviansk von prorussischen Separatisten besetzt, bis die ukrainische Armee nach zweimonatigen Gefechten das Gebiet zurückeroberte. Inzwischen finden die Kämpfe in 50 Kilometern Entfernung statt. Wir hoffen, dass die Informationen und Fakten, die wir sammeln und veröffentlichen, zu Reaktionen führen.
1. September 2016. Wir sind im Behandlungsraum des leitenden Arztes des Kinderkrankenhauses von Slowjansk. Wir sehen die Geschosse und andere Dinge, die hier im Behandlungsraum im zweiten Stock gefunden wurden. Das war ein Großkaliber, oder? Ja, auf jeden Fall. Schaut man das Loch an, das ist mindestens 1 Meter im Durchmesser. Wer hat Ihnen von dem Angriff berichtet? Mitarbeiter des Krankenhauses haben mich angerufen. Und dann sah ich hier das Loch in der Wand. Ein direkter Treffer von irgendeinem Artilleriegeschoss. Fast alle Fenster waren zerbrochen. Mehr als 100. Von dort. Man sieht sogar, wie die Splitter geflogen sind. Woher kam der Schuss? Aus dem Park irgendwo. Von dort? Ja, von dort. Wir wollen aufklären, was genau passiert ist. Nach internationalem Recht dürfen medizinische Einrichtungen nicht beschossen werden. Das ist ein Kriegsverbrechen. Einmal im Jahr versammeln sich alle Mitgliedstaaten des ICC, um aktuelle Herausforderungen zu debattieren. Euromaidan SOS ist eingeladen, um von der Menschenrechtslage in den ukrainischen Konfliktgebieten zu berichten. Seit 3 Jahren dokumentieren wir die Kriegsverbrechen während des bewaffneten Konflikts. Ich trage Geschichten von hunderten Opfern in mir. Das belastet mich. Wir hoffen, den Internationalen Strafgerichtshof davon zu überzeugen, ein Verfahren zu eröffnen. Auch um den Menschen Hoffnung zu geben, dass die Verantwortlichen vor Gericht kommen. Die Anwältin Alison Cole berät Euromaidan SOS juristisch beim Einreichen ihrer Klage vor dem Internationalen Strafgericht. Wenn du sie nicht mit der Waffe in der Hand erwischst, es also keinen schriftlichen Befehl oder Ähnliches gibt, dann analysieren wir die verfügbaren Fakten, zeigen Strukturen auf. Zum Beispiel, dass es an unterschiedlichen Orten identische Anweisungen gab. Daraus entwickeln wir eine Theorie, wer der Kopf des Ganzen ist. Bei einem nationalen Verbrechen gibt es normalerweise ein Opfer und einen dazugehörigen Täter. Im internationalen Strafrecht suchen wir nach dem Verantwortlichen. Wir suchen nach dem Kopf einer Befehlskette oder Führungsstruktur, nach demjenigen, der die Verbrechen anordnet. Russland verleugnet weiterhin jegliche Beteiligung am bewaffneten Konflikt im Donbass und spricht vom Bürgerkrieg. Dabei ist es, wie kürzlich in einem OSZE-Bericht beschrieben, übliche Praxis, militärisches Gerät ohne Nummernschilder über die russisch-ukrainische Grenze zu bringen. Die ukrainischen Grenzposten werden regelmäßig von Russland aus mit mehrfach Raketenwerfer-Artilleriesystemen beschossen. Viele Videos belegen das. Die Täter, nach denen wir suchen, sind die einflussreichsten Personen in diesen Konflikten. Entsprechend hoher Druck lastet auf jedem, der versucht, eine Beweiskette hin zu diesen Mächtigen zu führen. Denn sie haben großes Interesse daran, dass wir dabei nicht erfolgreich sind. Aus Vorsicht übertragen alle Euromaidan-SOS-Mitarbeiter ihre gesammelten Daten noch vor Ort in eine zentrale Cloud.
Gelangt dieses Gerät in falsche Hände, darf es weder uns noch unsere Informanten belasten. Während der Besatzung verschleppten prorussische Separatisten zahlreiche Aktivisten und Journalisten. Über Wochen hielten sie diese als Geiseln illegal fest. So sollte unabhängige Berichterstattung verhindert werden. Barbaren. Hast du von hier aufgenommen? Waren außer dir noch andere Journalisten da? Ja, hier. Sergei Lefter filmte, wie Separatisten das Rathaus besetzten. Die Aufnahme publizierte er auf YouTube. Daraufhin wurde er verhaftet. Nur wenige Tage nach Abzug der Separatisten untersuchte Euromaidan SOS den Fall vor Ort. Dann hat er mir die Hände hinter dem Rücken verdreht. So. Wenn wir an Orten sind, an denen Menschen widerrechtlich festgehalten wurden, dokumentieren wir zuallererst die Bedingungen. Haben sie Wasser, Licht, elektrisches oder Tageslicht? Gibt es eine Toilette, Essen und medizinische Versorgung? Wir erhalten diese Informationen von Zeugen. Vor Ort suchen wir dann nach Spuren, die die Aussagen belegen. Und wie lange warst du hier? 17. 17 Tage. Haben Sie das Gummi zum Würgen benutzt? Ja, so gedreht. Sie haben die Social-Media-Accounts der Gefangenen überprüft, wollten sich einloggen. Wer seine Zugangsdaten nicht rausrücken wollte, wurde gezwungen. Wie gezwungen? Die effektivste Methode, Schläge. Man hat mich gepackt und meinen Kopf gegen die Wand geschlagen. Wir haben Zeugenaussagen von 165 illegal Gefangenen. Seit Beginn des Konflikts haben bewaffnete Gruppen Zivilisten terrorisiert, um die Region zu kontrollieren. 44% der Personen, die wir befragt haben, haben berichtet, dass bei den Verhören, beim Foltern oder im höheren Management dieser illegalen Gefängnisse Russen dabei waren. Unseres Erachtens ist Russland ein Staat, der Teile von Donetsk und Lugansk besetzt und kontrolliert. Deshalb ist Russland für alle Menschenrechtsverletzungen dort verantwortlich. Ich hoffe sehr, dass ich eines Tages hierher zurückkomme, wenn diejenigen, die für diesen Krieg im Donbass verantwortlich sind, vor Gericht stehen. Die schuld sind am Tod zehntausender Menschen und daran, dass 2 Millionen Menschen dazu gezwungen wurden, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Das sind Putin, Shoigu und seine Vertrauten. Ich hoffe sehr darauf. Wir verlangen Transparenz. Wir wollen, dass das russische Militär und der Kreml Verantwortung übernehmen. Die verheimlichen, was unsere Truppen in Ländern wie Syrien und der Ukraine machen. Kirill ist Russe, lebt aber in Kiew im Exil. Er ist untergetaucht, weil er gegen den Kreml im Netz ermittelt.
Schon im Juli 2014 wurden im Donbass Panzerkolonnen aus Russland gesichtet. Kirill veröffentlicht, wie viele Open-Source-Ermittler, seine Untersuchungsergebnisse auf dem Blog von Bellingcat, ein Ermittlernetzwerk, bekannt geworden mit dem Tracken dieses Militärkonvois. Bellingcat konnte beweisen, dass wenige Tage vor dem Abschuss des malaysischen Passagierflugzeuges MH17 diese Militärfahrzeuge in Richtung Abschussort unterwegs waren, ausgestattet mit dem russischen Flugabwehrraketensystem Buk-332. Man könnte sagen, mein Hobby, die Computerspiele, haben mich darauf vorbereitet. Diese Ermittlungen sind sehr ähnlich. Es ist wie ein Puzzle aus vielen Teilen. Alle Details fügen sich zu einem Ganzen zusammen, zu einem Bild. Und mit diesem Bild kannst du dann arbeiten. Seit dem Kriegseintritt Russlands in Syrien hat Kirill seine Ermittlungen in den Nahen Osten ausgeweitet. Hier ist es. Streubomben setzen nach dem Abwurf viele einzelne Sprengköpfe frei. Ihr Zielgebiet ist großflächig. Laut Völkerrechtskonvention sind sie deshalb verboten. Für gezielte Angriffe, zum Beispiel um in einer Stadt ein Haus mit Terroristen zu treffen, wählt man einen Marschflugkörper. Eine Streubombe wird gleich ein ganzes Stadtviertel zerstören. Russland steht unter Verdacht, solche Streubomben einzusetzen. Kirill sucht in YouTube-Videos des russischen Staatsfernsehens nach Indizien. Das haben sie sicher nicht mit Absicht gefilmt, die Streubomben. Die wollen nicht zeigen, was Russland dort macht. Die wissen nur nicht, was sie da filmen. Mit welchem Streubombentyp die russischen Kampfjets bestückt sind, ermittelt Kirill mit der Google-Bildersuche. Im realen Modell vergleicht Kirill, ob die russische Streubombe und die Bombe im Aktivistenvideo identisch sind. Aktivisten haben uns die Maße von bereits gefallenen Bomben in Syrien geschickt. Ich habe selbst nachgemessen. Diese hat einen Durchmesser von 46 cm. Die in Syrien wurde wohl beim Aufprall etwas deformiert. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass es die gleiche Bombe ist. Update. Haben weitere Beweise gefunden für Streubomben auf russischer Luftwaffenbasis in Syrien. Ein Teil meiner Arbeit bzw. meines Strategiewechsels als Chefanklägerin ist, dass ich alternativen Formen der Beweisführung mehr Bedeutung einräume.
Im August 2016 klagt Fatou Bensouda den Islamistenführer al-Mahdi wegen Kriegsverbrechen in Mali an. Wir erheben Anklage gegen Ahmad al-Faqi al-Mahdi wegen schwerster Verbrechen, der Zerstörung unersetzbarer historischer Monumente. Es ist ein erbarmungsloser Angriff auf die Würde und die Identität einer ganzen Gesellschaft, ihrer Religion und ihrer historischen Wurzeln. Die Al-Qaida nahestehende Islamistengruppe Ansar-Dine besetzt im Sommer 2012 Timbuktu. Was als Propaganda gedacht war, sind Beweise. Jedes Foto, jedes Video ist ein Zeugnis dessen, was passiert ist. Die Islamisten zerstören mehrere mittelalterliche Mausoleen, zum Teil UNESCO-Weltkulturerbe. Besonders die Videos, die wir im Netz gefunden haben, zeigen die Täter, während sie ihre Straftaten begehen. Natürlich müssen wir sicher gehen, dass unsere Beweise belastbar sind, dass die Bilder echt sind und wir unsere Anklage darauf stützen können. Das ist selbstverständlich eine große Herausforderung. Unsere Forensiker haben alle Orte rundherum fotografiert. Daraus haben wir 360-Grad-Panoramabilder erstellt. Und am Ende konnten wir feststellen, okay, dieses Video wurde an diesem Ort aufgenommen. Speziell für diesen Fall entwickelt, ein interaktives Visualisierungstool. Um die Tatorte zu identifizieren, werden verschiedene Beweisstücke kombiniert. In diesem Video sehen wir im Hintergrund denselben Zaun wie in diesem Bild. Wir sehen auch zwei Bäume. Sie sind identisch mit diesem und diesem. Die Beweislast gegen Herrn Ahmad al-Faqi al-Mahdi ist erdrückend. Er war proaktiv und nachweislich Führer dieser Angriffe. Er hat sogar eigenhändig an den Zerstörungen teilgenommen. Die Zerstörung von religiösem, kulturellem oder historischem Eigentum ist eindeutig als Kriegsverbrechen definiert. So tötet man den Glauben der Menschen, tötet ihre Identität, ihre Vergangenheit und ihre Geschichte. Das kann man nicht losgelöst von einem Angriff auf Menschen betrachten. Denn es ist das, wofür Menschen leben. Es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass diese Verbrechen nicht ungestraft bleiben. Wann immer sie geschehen, werden wir sie untersuchen und vor Gericht bringen. Schluss mit Gewalt. Alle Angriffe und Bedrohungen gegenüber der Bevölkerung hören auf. Kolumbiens Präsident verkündet, nach mehr als 50 Jahren Bürgerkrieg sind die FARC-Rebellen bereit, ihre Waffen abzugeben. Der letzte Guerillakrieg in Lateinamerika ist zu Ende. Präsident Juan Manuel Santos und Guerillaführer Rodrigo Londoño unterzeichnen ein umstrittenes Friedensabkommen. Die Rate der Nichtverfolgung liegt bei 98%. Das bedeutet, dass die meisten schweren Menschenrechtsverletzungen während des 30 bis 40 Jahre dauernden Konfliktes noch immer nicht verurteilt wurden. Fast eine Viertelmillion Menschen wurden getötet. Zehntausende werden noch immer vermisst. Por nuestros desaparecidos, ni un minuto de silencio. Toda
Ich glaube, dass wir keinen nachhaltigen, dauerhaften Frieden haben werden, wenn wir nicht einmal beantworten können, wo diese 45.000 verschwundenen Personen sind. In 2002 drangen Paramilitärs in das Gebiet rund um Chamesa ein. Innerhalb von 2 Jahren ließen sie 150 Dorfbewohner verschwinden. Nur die Überreste von knapp 20 Personen wurden bisher identifiziert. Die Organisation Equitas sucht nach weiteren Vermissten. Mit einem interdisziplinären Forscherteam gehen sie Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Das waren alles paramilitärische Lager. In der Schule auf jeden Fall. Er ist uns gefolgt. Der Ort Arenera, von dem wir gestern Nacht gesprochen haben, liegt hinter diesem Busch. Ist da kein Hohlraum? Nein, da ist nur Stein. Wir wissen, dass Gräber ca. 80 cm tief sind. Wenn der Stab hier nur 20 cm eindringt, ist klar, hier ist kein Grab. War das die Strecke? Ja, das war der Weg, als ich zusammen mit meinem Mann von den Paramilitärs entführt wurde und sie uns zur Kapelle gebracht haben. Die Paramilitärs beschuldigten die Dorfbewohner, mit der Guerilla zusammenzuarbeiten. Unter diesem Vorwand verschleppten sie die Opfer in ihre Camps, wie im Fall von Luz Nelly Alfonso. Das war der letzte Ort, an den sie meinen Mann und mich gebracht haben. Gefesselt, mit verbundenen Augen, damit wir niemanden sehen konnten. Später haben sie alle Leute aus dem Raum rausgeholt. Mein Mann und ich waren die Letzten. Dann brachten sie mich raus und er blieb hier. Wir wissen nicht, was dann mit ihm passiert ist. Diese Ungewissheit, nicht zu wissen, wo er ist, was passiert ist, was sie ihm hier angetan haben. Man sucht ständig nach der Wahrheit, dem Warum. Warum haben sie ihn verschwinden lassen? Die Vereinten Nationen definieren das gewaltsame Verschwindenlassen als psychologische Folter für die Familien der Opfer. Die Angehörigen haben das Recht auf Aufklärung und sollen entschädigt werden. Doch ohne die Identifizierung der menschlichen Überreste besteht in Kolumbien nicht einmal der Anspruch auf eine Witwenrente.
Die Mehrzahl der Vermissten ist einzeln, nach und nach verschwunden. Sie wurden an schwer zugänglichen Stellen vergraben oder abgelegt. Das ist der Grund, warum wir von Equitas sagen, wir können nicht mit konventionellen Techniken weitersuchen. Wir müssen andere wissenschaftliche Methoden hinzuziehen. Wir haben ein Modell zur möglichen Verbreitung von einer Spinnenart in Kolumbien entwickelt, im Zusammenhang mit Prognosen zum Klimawandel. Dabei kam uns die Idee, dass diese Form der Suche nach der möglichen Verbreitung einer biologischen Spezies auch anwendbar sein könnte, um damit ein Schema für die Lage von geheimen Gräbern zu erstellen. Die Koordinaten der bereits gefundenen Gräber sind die Basis für das mathematische Vorhersagemodell. Anhand dieser Daten berechnet ein Algorithmus mögliche Positionen weiterer Gräber. Der Algorithmus vergleicht die Bedingungen an bestimmten Punkten. In diesem Fall sind das die Gräber. Er vergleicht sie und generiert ein statistisches Muster. Dabei legt er fest, welche Bereiche im untersuchten Gebiet den Punkten einer Grabstätte am meisten ähneln und welche nicht. Hier zum Beispiel. Kann man das sehen? Wir gehen zu diesem Ort. Dort wurde Saúl exhumiert. Das hier ist der Weg, auf dem wir gerade sind. Wir gehen zu der Stelle der Exhumierung mit dem Ziel, die Daten vor Ort zu erfassen. Seht ihr? Seht, da ist es. Es ist immer noch da, weil wir es nicht mit Erde aufgefüllt haben oder so. Ich wusste, dass es ein T-Shirt war und er hatte eine Brücke und an dieser Stelle war eine Lücke. Da wusste ich, dass es mein Bruder war. Hast du die Koordinaten aufgenommen, Camilo? Wir müssen sie verifizieren. Über ein Dutzend Gräber wurden bisher entdeckt. Alle Fundstellen zeichnen sich durch ähnliche Umweltmerkmale wie Höhe, Vegetation oder Zugang zu Wasser aus. Die Koordinaten sind 5 Grad, 10 Minuten. Sie haben Kabel erwähnt, mit denen die Opfer gefesselt waren. Mit den gesammelten Umweltdaten ergänzen die Wissenschaftler ihr Vorhersagemodell. Sie hoffen so, die Berechnungen des Algorithmus zu präzisieren. Die daraus resultierende Wärmekarte zeigt, in welchen Regionen mit großer Wahrscheinlichkeit Gräber zu finden sind. All diese Informationen zeigten ein Muster auf, eine Art Logik. Das heißt, die bewaffneten Gruppen bewegen sich nicht willkürlich in den Regionen, sondern haben ein Verhaltensmuster. Daraus konnten wir Rückschlüsse ziehen, wo die Opfer sein könnten. In 90 Metern? 90 Meter von hier bis zur Schule. Sieht gelb aus. Ja, und die Erde ist locker.
Der Form nach könnte es sein. Ja, Haare. Ja, genau. Nach was riecht's denn? Ja, das ist der Geruch. Treffer. Gemäß der Sondenprüfung enthält eine der entnommenen Proben Haare und riecht nach Verwesung. Wir machen Fotos und die Stelle wird für die anschließende Exhumierung durch die Staatsanwaltschaft registriert. Die Paramilitärs haben den Gemeinden alles weggenommen und die öffentlichen Gebäude besetzt. Deshalb befinden sich um die Schulen herum oft Gräber. Der Oberkommissar für Menschenrechte in Kolumbien hat uns gebeten, Equitas bei den Untersuchungen zu unterstützen. Vor allem mit Satellitenbildern bestimmter Zeiträume aus den vergangenen 15 Jahren. Sie wollten wissen, wie die Landschaft damals ausgesehen hat, um diese Informationen in ihr Vorhersagemodell einzuarbeiten. Wenn es um Menschenrechte geht, haben Satellitenbilder große Vorteile. Was in unzugänglichen Gebieten los ist, kann sehr wichtig sein. Mit den Satellitenbildern kann man auch Zeitreisen machen. Wir können in den Archiven nachschauen und sehen, wie die Lage vor Ort zum Beispiel vor 10 Jahren war. Die Landschaft kann sich dramatisch verändert haben. Bergpfade können verschwunden sein, sodass die Forscher sie vor Ort nicht mehr finden können. Aber wir sind in der Lage, ihnen zu zeigen, wo diese Wege mal waren. UNOSAT analysiert Satellitenbilder, aufgenommen kurz nach den Entführungen. Sie identifizieren für die Suche wichtige Faktoren wie Vegetation, Wasserquellen und das Wegenetz zur damaligen Zeit. Mit dieser Analyse können wir zwar nicht genau sagen, wo ein Massengrab liegt, aber feststellen, wo eines liegen könnte. Die Wege dienten den Paramilitärs dazu, Leute von einem Ort zum anderen zu bringen. Die Camps lagen auf einer bestimmten Höhe. Deswegen sind diese Infos von Bedeutung. Das Ziel einer solchen Karte ist es, eine Hilfe zu haben, ein mögliches Spektrum zu identifizieren, um in diesen Gebieten zu suchen. Wie lange wird es noch dauern, bis wir dieses ganze Gebiet abgedeckt haben? Das hier ist nur ein kleines Dorf mit einer geringen Zahl Verschwundener. Im ganzen Land müssen 60.000 Menschen gefunden werden. Wir denken, dass andere geophysikalische Methoden, wie zum Beispiel Georadar und Tomographie,
Verfahren, die bei der Suche nach Erdöl und im Bergbau angewandt werden, auch uns helfen könnten. Sie könnten Störungen, verursacht von Gräbern, in der Erde erkennen. Solche Methoden decken viel größere Gebiete in wesentlich kürzerer Zeit ab. Ausgestattet mit geologischem Equipment startet Equitas eine Pionierexkursion. Das erste Ziel ist einen Tagesritt entfernt. Ein ehemaliges Camp der Paramilitärs. Strategisch gut gelegen auf einer Bergspitze, mitten im Dschungel. Das ist etwas, das ich in Kolumbien seit Jahren fordere. Dass man neue alternative Methoden zur traditionellen Suche hinzuzieht. Ich bin hier, weil ich an die Mission von Equitas glaube, an den Einsatz neuer Technologien für die Menschenrechte. Angehörige haben ihre Liebsten verloren und es bedeutet mir sehr viel, helfen zu können. Wie du willst. Es ist dein Forschungsgebiet. Nein, ich glaube hier. Ja? Gut. Punto número 7 correspondiente a vértice número 2. What we're going to do. Wir machen hier am Boden jede Menge Fotos und erstellen daraus eine Übersichtskarte der Gegend. Wegen der Wolken und der Bäume können wir nicht mit Satellitenbildern arbeiten. In so einem dichten Wald müssen wir experimentieren. Mal sehen, ob es klappt. Man muss wissen, dass die Gräber der Paramilitärs meist klein sind, nur um die 40 oder 50 Zentimeter, weil sie die Menschen zerstückelt haben. Deshalb ist das, wonach wir suchen, relativ klein und schwer zu finden. All das muss gesäubert werden. Hier werden die Elektroden platziert. Die Wissenschaftler wollen den Waldboden unter Strom setzen, ihn quasi röntgen. Dafür setzen sie 18 Elektroden in eine gerade Linie. Reihe für Reihe vermessen sie so den Untergrund. Als wir den Baumstamm umgedreht haben, haben wir gesehen, dass er angebrannt war. Das passt zu unseren Informationen, dass hier ein Lager war, vermutlich mit Feuerstellen. Das bedeutet, dass wir in dieser so schwer zu untersuchenden Gegend jetzt zumindest wissen, dass wir in einem ehemaligen Camp sind. Mit den Elektroden wird Wechselstrom durch den Boden geleitet. Die Leitfähigkeit gibt Hinweise auf die Strukturen in der Erde. Wir schauen, in welcher Tiefe es eine Störung, eine Anomalie geben könnte. Also hier ist eine Anomalie. All das hier war immer gelb oder rot. Oder grün. Oder grün. Das ist das erste Mal, dass es blau ist. Wir müssen die Daumen drücken. Nichts? Nur eine Wurzel. Und hier. Schotter. Zeig mal. Das ist Schotter. Normale Erde. Es geht nicht nur um meinen Vater, um alle geliebten Menschen. Man möchte sie beerdigen.
Auch wenn es nur die Überreste sind, dann weiß man, wo man hingehen kann. Wo soll man hier eine Messe halten? Vielleicht vor einem Ast? Weil wenn man nicht weiß, wo er ist? Anhand der Bilder vermisst die Fotogrammetrie die Erdoberfläche, ohne sie zu berühren. Durch die digitale Verarbeitung der Fotos entsteht ein dreidimensionales Abbild des Suchgebiets. Mit einer 3D-Karte bekommen die Ermittler eine hochaufgelöste Übersicht von dem ganzen Gelände, parallel zu diesem Hang hier. Die 3D-Karte kann man dann ausrichten, wie man möchte. Die Forscher können das Gebiet des ehemaligen Camps so auch digital nach Unregelmäßigkeiten absuchen. Denn die Suche vor Ort war erfolglos. Am letzten Tag der Exkursion inspizieren die Wissenschaftler die Gegend rund um eine Schule, früher von Paramilitärs als Stützpunkt genutzt. Dos, cuatro, seis, ocho. Si falta uno. The home point has been updated. Take off. Hier ist es nicht so wie gestern im Dschungel. Hier gäbe es sicher Satellitenbilder, aber die sind bestimmt nicht in einer Auflösung von 8 x 2,54 cm pro Pixel, wie bei dieser Drohne hier. Die 3D-Kartierung zeigt auch kleinste Variationen in der Topografie. Schon leichte Höhenveränderungen können ein Hinweis auf Absenkungen des Bodens sein, weil darunter zum Beispiel Körper verwesen. Equitas wird die Karten nutzen können, um damit nächste Exkursionen zu planen, aber auch um Zeugenaussagen mit den Begebenheiten vor Ort abzugleichen. So muss niemand mehr mit dem Zollstock anreisen und nachmessen. Das geht dann alles im Büro in Bogota. Bis 80 bleibt sie, von 30 bis 80 hält sich eine markierte gerade Linie. Exakt. Weiter hier, genau da. Ja, bitte. Schau, es sind Hufe. Nur Hufe. Wir haben den Versuch mit dem Tomographen durchgeführt, der genau an dieser Stelle in etwa 70 cm Tiefe etwas angezeigt hat. Ja, 70. Aber was wir gefunden haben, ist nicht menschlich. Rein wissenschaftlich betrachtet gibt es Fortschritte, aber wir haben niemanden gefunden. Aus der wissenschaftlichen Perspektive beruhigt mich das Ergebnis, denn es zeigt, was wir leisten können. Aber es frustriert mich auch, denn die Erwartungen der Familien erfülle ich nicht. Das einzige Ergebnis, das für die Familien zählt, ist, dass man ihre Angehörigen findet. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir haben mehr Informationen, mehr Daten durch die Drohne und anderes, und wir können diese Informationen verarbeiten. Beim nächsten Mal hilft uns das hoffentlich, schneller zu sein, weil wir bereits Vergleichsdaten haben. Das macht es einfacher. Irgendwo muss man doch anfangen. Musik.
Ich bereue meine Taten sehr und es tut mir sehr leid, all den Schaden, den ich angerichtet habe. Es ist das erste Mal, dass ein Angeklagter in diesem Gericht seine Fehler eingesteht. Nicht aus Großzügigkeit, sondern weil die Beweise so eindeutig waren. Die Präsentation, die Sie sehen werden, ist interaktiv. Sie ersetzt quasi den Besuch vor Ort. Sie sehen auf dem Satellitenbild vom 18. Juni 2012, das Mausoleum Sidi Mahmoud ist intakt. Doch auf dem Satellitenbild vom 15. Juli 2012 ist das Mausoleum Sidi Mahmoud komplett zerstört. Wir zeigen den Richtern eine Geschichte. Sie müssen sich nichts mehr vorstellen. Sie können es sehen. Was wir anklagen, ist das, was wir ihnen zeigen. Rechts im Bild sehen Sie Herrn Al-Mahdi im Profil. Bei Sekunde 00, oben links, mit der Spitzhacke, das ist Herr Al-Mahdi. Diese Art von Beweis ist oft weniger anzweifelbar als eine Zeugenaussage. Im schlimmsten Fall, wenn wir nicht nach Timbuktu hätten reisen können, hätten wir dank dieser Technologie trotzdem einen Fall draus machen können. Sie werden hier Herrn Al-Mahdi in der Nähe vom Friedhofstor sehen. Cette légende disait que si on ouvrait cette porte, ce serait la fin du monde. Hier rechtfertigt Herr Al-Mahdi die Zerstörung. Nous sommes chargés de combattre les superstitions. C'est pourquoi nous avons décidé d'arracher cette porte. Hier kann niemand sagen, oh, das war aus Versehen. Das brauchen wir nicht beweisen. Wir müssen belegen, dass sie wussten, was sie tun. Er hat in einigen selbst aufgenommenen Interviews versucht, seine Taten zu rechtfertigen. Wenn man 3, 4, 5, 6 ähnliche Videos von verschiedenen Orten hat und sie miteinander verbindet und das zeigt, dann wird klar, es gab einen Plan. La destruction des coupoles et des mausolées construits sur les tombes correspond aux ordres de notre prophète. Qui avait ordonné de faire la même chose en son temps. Là encore, wieder die Erklärung über ein gemeinsames Vorhaben mit Vorsatz und von Herrn Al-Mahdi. Wenn man im Gericht steht und verbindlich sagen kann, X hat diese Tat begangen, dann weiß man, dass man seine Arbeit gemacht hat. Für die internationale Gemeinschaft und für die Opfer. Und darum geht es doch, um den Kampf gegen die Straffreiheit. Alle, die sich an solchen Konflikten beteiligen, müssen wissen, und das ist eine klare Botschaft, sie müssen sich bewusst sein, dass ihre Taten aufgenommen werden und die Bilder gegen sie verwendet werden können. Herr Al-Mahdi, die Taten, derer Sie überführt wurden, sind von besonderer Schwere. Die Kammer verurteilt Sie einstimmig zu 9 Jahren Haft. Am Rand der Negev leben seit Jahrhunderten Beduinenstämme. Dank ausgeklügelter Bewässerungssysteme ringen sie der Wüste karge Erträge ab. Diese Lebensgrundlage ist bedroht. Mit einem Aufforstungsprogramm will der israelische Staat die Wüste begrünen. Die Beduinen werden zwangsumgesiedelt.
Hier sieht man, wie gut es uns ging. Wir hatten Schafe. Sehen Sie hier, das war eine Herde und hier eine zweite. Und das hier ist die Küche? Ja, das Schwarze hier ist die Küche. Der Staat behauptet, die Beduinen sind Nomaden und Nomaden haben keine Landrechte. Deshalb ist es wichtig zu zeigen, dass die Beduinen dauerhaft am Rande der Wüste leben. Wir suchen nach Stima Abu Shud, richtig? Sind die Brunnen? Also wir sind jetzt hier. Es gibt zwei Brunnen, genau hier. Und wir befinden uns beim ersten. Das ist der Brunnen von Abu Shud. Okay. Die Brunnen zeigen, die Beduinen machen hier schon seit Generationen das Land urbar. Mit ihrer Technik, Wasser in den Tiefen ausgetrockneter Flussbetten zu speichern, schaffen sie die Grundvoraussetzungen für permanente Siedlungen. Wir brauchen gute Bilder von dem Gelände. Daraus bauen wir 3D-Modelle. Alles hat GPS-Daten. Man kann die Abstände zwischen den Dingen messen und auch die Höhe. Wenn sich das Gelände verändert, haben wir ein Abbild des bis dahin existierenden Geländes, zusammengesetzt aus all den gemachten Fotos. Weil hochauflösende Satellitenbilder der Region nicht frei zugänglich sind, kartografiert Forensic Architecture das Gebiet aus der Luft. Mit einem Drachen. Drohnenflüge sind nicht erlaubt. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass Google Bilder von diesen Dingen bereitstellt. Die Karten, die wir erstellen, zeigen die Zerstörung der Gegend, den vorrückenden Wald und wie der Staat den Beduinen die Möglichkeit nimmt, hierher zurückzukehren. Für mich ist das ein klarer Fall von sozialer Ungleichheit. Eine Form von Rassismus, in vielerlei Hinsicht. Und was immer ich als Künstler und Fotograf dagegen tun kann, das versuche ich. Man muss lernen, die Landschaft zu lesen und die verschiedenen Spuren voneinander zu trennen. Zoom mal hier rein. Hier kann man die ganze Zerstörung sehen. Der Staat beeilt sich, Wald über den Ruinen anzupflanzen, um die letzten Beweise zu vernichten. Es ist quasi Notfallarchäologie, zu belegen, dass hier dauerhaft gesiedelt wurde. Der Staat sagt, wir sehen hier nichts. Aber halt! Schaut genau hin. So sieht es aus. Das ist mit dem Stativ aufgenommen, so weit wie ich hineingekommen bin. Ich habe es gedreht und so alle Ecken der Wand aufgenommen.
Man kann ganz gut erkennen, wie es von innen aussieht. Wir nutzen die Architektur als analytisches Mittel, als eine Art Optik, durch die wir die Gegenwart hinterfragen. Damit können wir verschiedene Geschichten erzählen, was Zivilisten widerfahren ist, was auf einem Schlachtfeld geschehen ist oder eben in einem Wald. Nur indem wir die Dinge anschauen, die übrig geblieben sind. Um die schlimmsten Tage des letzten Gaza-Krieges zu untersuchen, baut Forensic Architecture ein digitales 3D-Modell der Stadt Rafah. Hier verorten sie Fotos und Videos, aufgenommen von Zivilisten in Gaza. Das Ziel? Eine detaillierte Rekonstruktion der Ereignisse vom 1. bis zum 4. August 2014. Basierend auf diesem Modell erstellt Forensic Architecture einen Bericht, den Black Friday Report, in Zusammenarbeit mit Amnesty International. Er enthält zahlreiche Hinweise auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es war eine 72-stündige Feuerpause vereinbart. Die UN und die USA hatten sie verkündet. Die Feuerpause sollte um 8 Uhr morgens beginnen. Etwa zu dieser Zeit wurde ein israelischer Soldat von der Hamas gefangen genommen und in einen Tunnel entführt. Wir haben Gegenstände vom Entführten gefunden. Die Jungs, die im Tunnel waren, sind zurück. Wir haben Funde von Hannibal. Over. Ende. Warte auf den Befehl zum Countdown. Befehl erteilt. Ende. 4, 3, 2, 1. Sprengung. Es gab sofort Artilleriebeschuss und die Panzer rückten in das Gebiet vor. Zeitgleich flogen Flugzeuge. Alles zur selben Zeit. Die massiven Bombardements waren genau entlang des Tunnels. Dabei wussten die Israelis, dass einer ihrer Offiziere dort im Untergrund war. Was wollten sie bezwecken? Warum bombardierten sie einen Tunnel, von dem sie wussten, dass der Gefangene darin war? Wir sind hier sehr nah an der israelischen Grenze, etwa 500 Meter von hier. Und das ist das Haus, aus dem der israelische Soldat Hadar entführt wurde. Hier ungefähr war der Tunneleingang. Hier begannen die Verbrechen von Rafah. Am 1. August feuerte die israelische Armee mehr als 2000 Bomben, Raketen und Granaten auf Rafah. Allein 1000 davon in den ersten 3 Stunden nach der Entführung des Soldaten. Man spricht von Kriegsverbrechen bei folgenden 2 Dingen. Zivilisten sind betroffen. Okay. Und die angewendete Gewalt ist willkürlich. Wenn man zum Beispiel Gegenden attackiert und die Zivilisten egal sind, oder man weiß um sie und greift trotzdem an. Als ich auf der Gaza-Brücke ankam, standen die Panzer im Osten. Sie schossen Raketen auf leerstehendes Gelände hier. Die Raketen waren aber ungenau und trafen Häuser und Autos auf der Straße. Ich sah auch ausgebrannte Autos.
Auf Basis von Satellitenbildern haben wir eine Fernanalyse durchgeführt. Wir haben die Bilder vom 30. Juli mit Aufnahmen vom 14. August verglichen. Mit einer einfachen Berechnung konnten wir die Veränderungen in den Bildpixeln von einem Tag auf den anderen darstellen. So haben wir ein Bild erzeugt, auf dem die Routen der Panzer zu sehen sind. Das Bodenmanöver begann 10 Minuten, nachdem der Suchtrupp den Tunnel verlassen hatte, in dem der entführte Soldat vermutet wurde. Panzer, gefolgt von Bulldozern, die entlang des Tunnels gruben, bewegten sich nach Norden, Richtung Salah al-Din Street. Aus etwa 100 bis 110 Meter Entfernung konnte ich die Explosionen sehen. Wo war meine Tochter? Einer sagte, sie ist hingefallen. Sie ist genau dorthin gefallen, wo wir standen. Aber sie war also... Asyl war hier? Ja, richtig. Wir hatten uns kaum hingesetzt und ich hatte noch nicht mal meinen Kaffee getrunken. Da begann der Raketenbeschuss. Ich habe die Zeit gestoppt. 3 Raketen in 10 Sekunden. Da habe ich entschieden, dass wir das Haus verlassen. Wir flüchteten durch die eiserne Tür im Treppenhaus. Bist du bis zur Kreuzung gekommen? Ja. Ich schaute nach rechts und sah 4 Panzer mit israelischen Soldaten. Drumherum standen weitere bewaffnete Soldaten. Ich sagte zu meiner Familie, kommt, lasst uns rennen. Wir wollten den Kreisverkehr überqueren. Hier? Du weißt schon, der nimmt die gesamte Straßenbreite ein. Genau, die Straße ist etwa 50 Meter breit. Dort gibt es eine Stelle, wo sie uns nicht sehen konnten. Wir liefen in Richtung Westen. Dort waren Gruben und Erdhügel. Ich rief nach ihr, Asyl, Asyl, heb deine Hand, wo bist du? Er war mit seinen Töchtern auf der Flucht und der Panzer, von dem sie wegrannten, hat auf sie gefeuert. Er hat sie direkt attackiert. Das ist ein Kriegsverbrechen und es gibt jemanden, der direkt dafür verantwortlich ist. Einer dieser Panzer könnte Asyl Abu Mossen getötet haben. Die Bilder erzählen dieselbe Geschichte wie Abu Mossen. Wir sehen alle Elemente, die Abu Mossen beschreibt. Die Panzer, der brennende Weg, Artillerie auf der Straße. Es ist ein fotografisches Abbild seiner Aussage. Ihr erinnert mich an schwere Momente. Abu Khalil ruft Erinnerungen wach. Natürlich ist unsere Arbeit nicht einfach. Nicht jeder erträgt das. Unsere Arbeit ist schwierig. Aber wir müssen die Dinge dokumentieren, damit wir der Welt die Wahrheit zeigen und den Leuten helfen können, die hier leben. Hier ist die Rakete eingeschlagen. Hier ist es. Die Schultür? Ja. War sie offen? Ja, die Leute auf dem Schulhof wurden von Splittern getroffen. Einige Leute hatten hier draußen vor dem Tor ihren Verkaufsstand mit Erfrischungsgetränken. Sie sind alle tot. Ibrahims Mutter hatte ihn auf dem Arm. Sie wurde von mehr als 50 Splittern getroffen und war auf der Stelle tot.
In Israel schenken sie Zeugenaussagen aus Gaza keinen Glauben. Und deshalb müssen Worte und Bilder zusammengehen und zeigen, was passiert ist. Die Menschen, die unter den Folgen der Gewalt leiden, nehmen auf, was passiert, anstatt wegzulaufen. Sie riskieren ihr Leben, posten es online. Wir haben arabische Social-Media-Webseiten nach Bildern durchsucht und alles gesammelt. Die Bilder allein sagen gar nichts. Wenn man etwas verstehen will, muss man die Bilder ins Verhältnis von Zeit und Raum setzen. Dann erkennt man, es ist alles da, die ganze Geschichte. Und es beweist, die Zeugen sagen die Wahrheit. Wenn man die Rauchwolken betrachtet, kann man sehen, dass die Fotos dasselbe Ereignis abbilden. So waren wir in der Lage, den Fotos Datum und Uhrzeit zuzuordnen, selbst wenn sie keine Zeitangabe hatten. Dann schaut man, was zu sehen ist und in welchem Verhältnis es zu hunderten Bildern steht, die in derselben Stadt zu anderer Zeit an einem anderen Ort aufgenommen wurden. Das ist der Al-Masri-Turm, der Sitz von Smart Media. Die Fotografen waren im obersten Stock und haben all diese Panoramaaufnahmen der brennenden Stadtteile gemacht. Unsere Fotografen waren in wenigen Minuten vor Ort. Sie fotografierten und dokumentierten die Verbrechen, wie Leichen und Verletzte geborgen wurden, die unter den Trümmern lagen. Wir schickten die Bilder dann direkt an die Medien und luden sie gleichzeitig auch online hoch. Wir versuchten, die Wahrheit zu zeigen. Das, was wirklich geschah. Die Bluttaten, die jeden Tag geschehen. Liebe internationale Gemeinschaft, liebe Menschenrechte, das hier ist die Wahrheit. Es war im Krieg 2014, als ich begonnen habe, auch als Journalist tätig zu sein. Eigentlich bin ich Krankenpfleger. Ich habe einen Bachelor in Krankenpflege. Aber während des Krieges war ich Krankenpfleger und Journalist. Wir waren stets die Ersten am Ort des Geschehens. Bei jedem Beschuss, egal wo. Immer waren wir die Ersten vor Ort. Wir waren am Schwarzen Freitag gerade auf dem Weg zur Arbeit in der Rettungszentrale, wo unsere Schicht um 8 Uhr beginnen sollte. Weil ich den Rettungswagen verpasst hatte, fuhr ich mit der Vespa zum Krankenhaus. Wir waren überrascht, dass die Menschen in unsere Richtung flohen. Forensic Architecture analysiert die Schatten im Video des Sanitäters, um den Zeitpunkt der Aufnahme zu bestimmen. When you look at the bomb clouds, wenn man den Rauch der Bomben betrachtet, haben sie nicht nur eine äußere Form, man kann sie auch vermessen und herausfinden, wo genau die Bombe gefallen ist. Man sieht sich die Oberfläche an und sucht die Krater. Wir haben uns die Verteilung der Krater auf dem Schlachtfeld angeschaut und den Zeitpunkt, wann sie entstanden sind. Dann haben wir sie mit der möglichen Lage der Tunnel verglichen und festgestellt, dass die Bombenkrater alle entlang der Tunnel lagen.
Wir hatten gutes Bildmaterial von dem Bombenangriff auf das Altar Nurviertel. Auf den Bildern konnten wir sehen, wie die Bomben fielen. Wir erkannten ihre Form und konnten sie vermessen. Die Bombe, die am ehesten zu den Charakteristiken passte, war eine 1-Tonnen-Bombe. Das ist eine der Bomben mit der größten Sprengkraft, die sie benutzen. Und die wurde mitten in einem Wohngebiet abgeworfen. Es gibt einen geheimen israelischen Befehl, der sich Hannibal-Doktrin nennt. Soweit wir wissen, erlaubt diese Direktive der israelischen Armee, jedes Maß an Gewalt anzuwenden, um zu verhindern, dass einer ihrer Soldaten lebend gefangen genommen wird. Im Klartext bedeutet das, die Hannibal-Doktrin gestattet es der Armee, ihre eigenen Soldaten zu töten, damit sie nicht zum Faustpfand werden. Der Vergleich der Rauchwolken lässt vermuten, dass es weitere Angriffe mit 1-Tonnen-Bomben gab. Die Israelis haben dort Bomben abgeworfen, wo sie den Tunnel vermutet haben. Sie wussten, dass dort ihr Soldat unter der Erde war. Unsere Analyse, unsere Rekonstruktion der Ereignisse zeigt ganz klar, sie haben die größten Bomben aus ihrem Arsenal eingesetzt. 1-Tonnen-Bomben, die in die Erde eindringen und unterirdisch explodieren. Also genau da, wo sie ihren Soldaten vermutet haben. Die Jagd nach dem Soldaten kostete zwischen 130 und 200 Palästinenser das Leben, so Amnesty International. Die meisten waren Zivilisten. Nehmen wir mal an, da wäre ein militärisches Ziel gewesen, etwa Hamas-Kämpfer mit dem Soldaten. Egal was. 2 1-Tonnen-Bomben abzuwerfen, ist unverhältnismäßig und nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen. Der Internationale Strafgerichtshof hat eine Voruntersuchung eingeleitet und prüft die Vorwürfe. Staatliche Gewalt auf dem Schlachtfeld ist Gewalt gegen Menschen und Dinge. Und auch Gewalt an der Wahrheit, dass dieses Ereignis stattgefunden hat. Israel hat seine eigenen Ermittlungen bereits abgeschlossen. Das Ergebnis? Die Militäroperation verstößt nicht gegen das Völkerrecht. Leugnen ist Teil der Logik von Staaten. Nimmt man ihnen die Möglichkeit zu dementieren, nicht nur um ihnen Schuld zuzuweisen oder die Geschichte korrekt zu schreiben, nimmt man ihnen auch die Möglichkeit, Gewalt auszuüben. Surveillance. Die Beobachtung von unten ist die stärkste Waffe gegen jene, die ihre Macht missbrauchen. Nur mit einer Handykamera ausgestattet, können Zivilisten heute Vorkommnisse dokumentieren. Das Hochladen in soziale Netzwerke macht die ganze Welt zu Zeugen. Auch von Kriegsverbrechen. It's a big chance. Das ist eine große Chance, denn Gerechtigkeit gibt es nur mit der Wahrheit. Es geht darum, sicherzustellen, dass Dinge, die passieren, aufgezeichnet werden. Ich glaube, das kann in Zukunft sehr, sehr wichtig für die Rechtsprechung sein.